Ein Aerox-Fahrer macht ein Simson-Video. Wo gibt's denn sowas? Ich würde sagen bei mir, weil ich einen Scheiß gebe auf dieses ganze Rumgehate zwischen Rollerfahrern und Simson-Fahrern. Ich finde Roller geil, ich finde Simsons geil, ich finde Motorräder geil. Ich liebe schöne Autos, deswegen sind wir hier. Wir haben hier eine sehr schöne 1983er Simson S51. Ansonsten bin ich komplett raus. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach nur cool, aber ich habe wirklich absolut keinen Plan von der Materie. Deswegen haben wir Sascha hier heute, der uns mal ein bisschen was über seine Moped erzählen kann. Und ja, try right, los geht's. So, guten Abend. Sie haben hier eine schöne Simson. Ja. Wie kommst du auf Simson? Also, wie vielleicht manche wissen, bin ich früher auch Roller gefahren. War auch in ganz alten Videos zu sehen. Dann ja Autos, alles, Motorräder. Und durchs Motorradfahren habe ich andere Motorradfahrer kennengelernt, die auch Simson fahren. Und dabei ist das entstanden. Das sieht gut aus. Danke sehr. Die sind ja, glaube ich, auch mittlerweile sehr begehrt und sehr selten geworden, die Teile. Auf jeden Fall, ja. Auch sehr also, teuer, glaube ich, ne? Genau, ich habe auch knapp 3000 Euro bezahlt. In einem sehr schlechten Zustand, aber mit Papieren. Darum geht es meistens. Ja, das ist wichtig. Die meisten Mopeds sind einfach ohne Papiere. Dann sind sie etwas günstiger und etwas mit Papieren zu finden ist einfach schwieriger. Meistens Ungarn-Importe und das ist ein deutsches Fahrzeug, also ein deutsches Modell, deutsche Ausführung. Wie ist das, wenn man keine Papiere hat? Kriegt man die irgendwie noch? Also wenn du ein deutsches Fahrzeug hast, kannst du sie über das KBA beantragen. Geht auch relativ schnell. Für die Ungarn-Importe musst du zur DEKRA, du musst eine Vollabnahme machen. Da passiert es dann meistens, dass du keine 60er-Zulassung mehr bekommst, sondern eine 50er-Zulassung. Und die 60er-Zulassung ist ja gerade das, was jeder will. Richtig. Auch mit 16 darfst du mit deinem 45er-Lappen im Endeffekt 60 fahren. Und das ist der große Vorteil von diesen Geräten. Und deswegen werden die auch so gerne gefahren, weil du darfst einfach wirklich 60 km/h fahren. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber es ist ein sehr, sehr großer Vorteil, weil wenn du mal 45 gefahren bist und 60 im Vergleich, da ist es schon cool. Läuft die denn noch 60? Ich würde jetzt mal sagen, nein. Also man muss ja ganz von vornherein sagen, jede originale Simson wird keine 60 laufen, etwas über 60. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Mopeds haben keine Drossel. Die sind einfach, die fahren aus dem Grund 60, weil sie 60 fahren und haben deswegen auch die 60er Zulassung. So um den Dreh. Ja. Das heißt, auch wenn sie jetzt auf den Prüfstand kommen würde, wird sie immer zu schnell laufen, weil sie einfach keine Drossel hat. Sie läuft frei. Die packt auf dem Prüfstand auf einmal 100, obwohl sie in echt niemals auf die Geschwindigkeit kommt. Aber die läuft jetzt so zwischen 70 und 80. Also es kommt immer je nach Setup drauf an. Derzeit ist eben halt das kleinere Setup drauf. Ist zwar 60 Kubik statt 50, aber ein relativ günstiger Zylinder, der einfach etwas taub ist. Das haben wir auch gemerkt, wo wir heute zusammen gefahren sind. Gedrosselte Aerox zieht mich halt bis 50 km/h fast ab. Ja, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen diesen ganz alten Mopeds noch mit dieser alten Technik einfach. Es hat sich ja viel entwickelt, auch in der Zeit, auch im Zweitaktbereich. Und so ein moderner Motorroller, sage ich mal, Zweitakter gerade, die sind halt sehr auf Anzug getrimmt, weil die fahren nicht schnell. Dafür versuchen sie halt schnell auf die Geschwindigkeit zu kommen, dass du auch bergauf und so weiter irgendwie dich gut bewegen kannst. Wie ist es bei dem jetzt, wenn du irgendwie einen Berg hochfährst? Ja, auf jeden Fall einen Gang runterschalten. Die hat jetzt vier Gänge. Es gab Originalmodelle 3-Gang, 4-Gang. Wir haben von der Höchstgeschwindigkeit keine Unterschiede gehabt. Das ist einfach nur 3-Gang und 4-Gang. Mittlerweile gibt es schon so viele Tuning-Teile, dass du die Dinger auf 5-Gang umbauen kannst oder 6-Gang. Was hat die jetzt an Leistung? Wenn es gut läuft, 6 PS vielleicht, würde ich jetzt mal behaupten. Die ist jetzt eher so gebaut, dass sie nicht irgendwie die Leistung, also die meisten bauen wirklich die Leistung über die Drehzahl auf, ganz hinten, dann richtig viel Leistung, 20, 30 PS, egal was du machst. Aber wenn du so einen 60er fährst, willst du eigentlich nur einen besseren 50er haben, der untenrum mehr Drehmoment hat oder einen mittleren Drehzahlbereich, weil du fährst nicht wirklich viel schneller. Und was macht es für einen Sinn, wenn du am Ende die Leistung hast und das Ding nicht fahrbar ist? Weil damit kannst du wirklich in der Stadt noch rumfahren, du kannst überall rumfahren, kannst überall deinen Spaß haben. Und besonders wenn du Enduro fährst im Wald, brauchst du untenrum Drehmoment. Du hast ja gerade eben noch kurz gesagt, weitestgehend originaler Rahmen.
Ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Also es gibt eine S51B, S51N, S51BE und so weiter. B4, B4E und so ein Zeugs. Nagelt mich nicht fest. Ich bin da nicht so in dem Simson-Thema drin wie andere. Aber ich habe hier eine Simson S51B. Das ist eigentlich ein Modell, was eine relativ okay Ausstattung hat. Hat eigentlich normalerweise Blinker, sind jetzt hier auch keine verbaut. Und hat keine Enduro-Streben. Hier an dem Rahmen wurden Enduro-Streben nachträglich eingebaut. Das heißt, hier oben wurde was dran geschweißt, dass die Enduro-Streben da dran passen. Das ist zum Beispiel bei dem S51N-Modell. So S51 nichts. Das habe ich sogar gelesen bei Wikipedia. Ich habe so ein bisschen so gelesen, was das jetzt für ein Modell ist. Ja. Die Nix-Dinger sind auch richtig. Ja, genau. Das heißt einfach, du hast keine Blinker. Da ist ein bisschen gespart worden, die waren günstiger. Mhm. Ist einfach so. Es gibt aber auch verschiedene Modelle. Da ist wirklich, sind die Enduro-Streben halt dabei. Ist dann eine richtige Enduro. Genau, sie hat halt auch hier eine Enduro-Brücke. Gabelbrücke oben. Weil original ist es nur ein Blech. Also bei der S51B, S51N. Und bei der hier ist es eben halt wirklich wie hier unten. Richtige Brücke, die verschraubt werden kann, die auch was hält. Mhm. Was gibt es sonst noch so für Besonderheiten an gerade dem Fahrzeug? Also gut, hier ist auch ein Enduro-Lenker nachträglich dran gekommen. Das ist der hohe Lenker. Da habe ich nachträglich eine Enduro-Strebe dran gebaut. Original haben die eigentlich Plastik-Kupplungs- und Bremsgriffe. Krass, okay. Also ist Kunststoff, schwarzes Kunststoff. Die sind jetzt aus Alu. Und ja, die S51-Kenner wissen direkt, dass es hier keine S51-Hebel sind, das sind S50-Hebel. Was es damals noch gab, war eigentlich wirklich Teelicht. Das ist hier ein umgebauter Scheinwerfer auf H4, damit man auch ein bisschen was sieht. Tankset ist kein originales, ist im Endeffekt so ein Blähtank, wie jeder sagt, weil die einfach ein bisschen aufbauen. Mhm. In grün, die Farbe ist ähnlich der Originalfarbe grün. Die Kotflügel sind jetzt neu schwarz gekommen. Die haben halt nicht so eine gute Passform. Ich habe noch Originale. Mir hat schon jeder gesagt, die soll ich nicht verkaufen. Mhm. Weil die sind halt sehr begehrt. Genau, die hat auch einen Enduro Kickstarter. Das ist ein Kickstarter, der hier halt ausklappbar ist. Die Schwinge ist nicht original. Das ist eine Kastenschwinge. Mhm. Gibt es mit Zulassung. Besonders für die Fahrzeuge, die im Endeffekt auf TÜV-Mopeds umgebaut werden, mhm, was jetzt auch demnächst ansteht. Dann sind andere Dämpfer verbaut, die haben auch ein Gutachten. Fußrastenanlage ist auch was Nachträgliches, haben im Endeffekt so Enduro-Fußrasten, ist auch nicht original. Der Enduro-Auspuff verbaut, da gibt es so, was es nennt sich, abgeänderter Originalauspuff. Da gibt es abgeänderter Originalauspuff 1, 2, 1,5, 2,5, 3, 3,5, 4 sogar mittlerweile. Das ist aber so ein internes Ding bei jeder Firma. Mhm. Also ein AOA 2 von der und der Firma ist nicht ein AOA 2 von der anderen Firma. Ja. Der Hersteller sagt, ich baue den so und so um. Ja. Für mich ist es jetzt eine Nummer 2. Genau, das ist jetzt so im Endeffekt ein AOA 1. Da wird der Krümmer einfach ein Stück gekürzt. Da hast du, was weiß ich, 0,2, 0,3 PS mehr. Vergaser ist ein anderer, etwas größer. Dadurch, dass man eben halt auf den Auspuff umbaut, kann man sich einen Enduro-Fußbremshebel dran bauen. Weil original haben die hier so eine Umlenkung drin. Also eine Umlenkung, aber da ist das Rohr nach oben gebogen und dann wieder nach unten. Und geht dann hier unten drunter durch und dann kannst du bremsen. Das ist nur aus dem Grund, weil der Auspuff normalerweise unten lang läuft dann bei den normalen Modellen. Genau, aber hier ist eigentlich auch alles überholt einmal, also Bremsen sind einmal frisch gemacht worden, Kettenkasten neu. Jetzt geht's halt demnächst da dran, ich habe alle Teile liegen, geht's daran, dass da 90er eingebaut wird und eingetragen wird dann. Da kommt dann noch eine Scheibenbremse dran vorne, Gabel, alles drum und dran. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also ich finde die Dinger optisch so cool. Ich habe früher auch öfter mal so mal Videos angeschaut von den Teilen, wie die so fahren. Ich finde die vom Sound her richtig cool. Die haben so einen ganz, ganz eigenen Klang. Und einfach die Optik ist cool. Ich finde aber irgendwie interessant, ich habe mir die größer vorgestellt. Also als ich jetzt hinter dir gefahren bin und habe mir das so ein bisschen mal angeschaut aus der Ferne, so beim Fahren und so weiter. Ja. Die sind schon relativ niedrig und relativ klein. Auch die Räder sind relativ klein und alles. Genau. Ja, die sind relativ klein. Die wiegen ja auch nichts. Also unter 80 Kilo. Dann machen die halt auch mächtig Laune im Offroad-Bereich. So, dafür sind sie halt echt gut. Besonders für kleinere Personen wie bei mir. Mhm. Wenn du da jetzt auf eine große Enduro steigst, kommst du nicht auf den Boden, wenn du mal. Ja, das ist echt übel. Oder, ja, so, oder am Hang stehst, macht es damit echt Laune. Und man kann wirklich richtig Spaß damit haben, auch wenn es keiner glaubt. Das ist halt ein echt sehr, sehr cooler Einstieg und so weiter. Ich glaube, wenn die Dinger bezahlbar wären, dann würden die auch viel mehr Leute fahren. Auf jeden Fall, ja. Aber die Leute, die halt mal eine gefahren sind und die
die es dann wirklich gekitzelt hat, so, die geben halt das Geld dann irgendwie doch aus, ne? Also ich finde wirklich, meiner Meinung nach, Simson sind was ganz Besonderes und ich hoffe, dass jetzt noch viele Leute irgendwie die restlich Verbliebenen einfach so gut wie möglich aufbereiten, pflegen und weiterfahren und das auch weitergeben an die Leute, die nach uns dann so in dieses ganze Thema reinschnuppern. Weil so die Kombination aus dieser 60er-Zulassung mit so einer geilen Optik, und ich meine, das ist ja nicht das einzige Modell von Simson, die gibt es ja auch noch als Schwalbe, die gibt es ja auch noch mit anderer Optik und so weiter. Ich weiß nicht, ist das jetzt die einzige mit 60er-Zulassung oder haben die das alle, die Simsons von den Soweit Zeiträumen? Soweit ich weiß, haben die alle dieselbe Zulassung, 60 km/h. Also du hast dann quasi auch noch die Auswahl bei der Marke und das ist auch sehr, sehr cool. Wie ist es mit dem Tacho? Gab es da nicht auch irgendwie verschiedene Tachos von denen, mit dem Drehzahlmesser und sowas? Ja, da gab es sowas, aber da überfragst du mich. Ich glaube, es gab eine Comfort, die hatte noch ein Drehzahlmesser. Die sind aber dann schon seltener. Aber es gibt viele, die rüsten sich sowas auch nach. Für all die, die fragen, ob das der Schlüssel ist, berechtigterweise. Aber das war nicht der Schlüssel, sondern das ist für Vergaser einstellen. Weil das Ding ist schon ein bisschen Diva. Choke hat die ja wahrscheinlich manuell ganz normal. Also prinzipiell so diese ganze Vergasertechnik ist so, wie man es halt kennt vom Zweitakter. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal schaut, ne, der größere Zylinder hier und so weiter, wie ich jetzt vorhin gelernt habe, ohne Dichtung, also das ist irgendwie einfach drauf, Metall auf Metall, dann hast du ja direkt am Zylinder schon den Verbindungsstück zum Vergaser selber, also du hast ja keine Membran. Ja, also direkt geht das Ganze dann. Ja. Ist aber weiterhin alles über Unterdruck oder läuft das Ganze einfach nur, wenn du den Hahn aufmachst, da rein irgendwie und verteilt schon irgendwie? Irgendwie wahrscheinlich. Irgendwie. Ich glaube, das ist oft so bei den ganzen Dingern. Das ist einfach irgendwie und funktioniert halt auch irgendwie. Ganz normale Fußschaltung auf jeden Fall. Das heißt, du fährst das Ding wie Motorrad eigentlich. Ja, genau. Eins runter und die anderen drei dann noch hoch. Ist die irgendwie so, ich sag mal, komplex zu fahren, wenn du jetzt Motorrad gefahren bist oder irgendwie mal so Schaltmopeds normale? Ist das irgendwie arg viel schwerer oder irgendwie hakeliger oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt die Technik von 1980. Da einen ersten Gang einlegst, weißt du nicht, ob er wirklich drin ist. Dann hast du keine Neutralanzeige, so wie bei den heutigen Motorrädern. Und alles, was da drin ist, halt diese Zahnräder und alles, das ist alte Technik. Da ist ein Ziehkeil drin und sowas und das mit Kügelchen. Und da denke ich mir wirklich, ich war mal dabei, wo wir einen Motor zusammengebaut haben, da habe ich mir wirklich gedacht, das funktioniert. Aber es fragt sich jeder. Aber es geht ja komischerweise. Aber du kriegst halt alles, was da drin ist in dem Motor, verbessert. Also es gibt so viele Tuning-Teile dafür, kriegst alles verbessert. Ich denke nicht, dass da irgendwas verbessert ist. Ich denke mal, da ist einfach nur ein 60er Zylinder drauf geklopft worden. Gut, ich habe jetzt eine andere Kupplung reingemacht, 5 Lamelle statt 4 Lamelle. Wie ist denn so dein Eindruck? Du bist ja vorher auch Roller gefahren, du bist auch in der Motorradszene aktiv und so weiter. Mhm. Was ist denn jetzt zum Beispiel zu einem Roller Vor- oder Nachteil bei so einem Teil? Also ich sag mal, Vorteil beim Roller ist auf jeden Fall, wenn du schaltfaul bist, fahr Roller. Dich grüßen hiermit Motorradfahrer meistens. Stimmt. Du bist nicht so unter diesem Hate aller, würde ich mal sagen, von den ganzen Motorradfahrern, beziehungsweise alle älteren Leute haben ja so einen Hass auf Roller irgendwie. Ja, du fällst immer so in so ein Klischee, ja, genau. In so ein Raster rein, genau. Und so. Das hier ist wirklich, da spricht dich jeder drauf an, fragt dich, was für ein Ding das ist und was es kostet. Und das ist halt auch so ein Ding, wie wenn du Oldtimer fährst einfach. Ja, du fährst halt ein Oldtimer-Moped, das kennt jeder, das feiert jeder und das ist immer cool. Man muss sagen, das ist so alte Technik. Jeder originale Roller heute beschleunigt besser. Macht einfach Spaß, weil es dieses alte Teil ist. Du kannst schalten, du kannst 60 fahren. Das ist halt ein Vorteil, ne? 60 fahren statt 50 oder 40 mit dem AM-Führerschein heißt er, glaube ich. Es gibt genauso wie bei Aerox, würde ich mal sagen, ohne Ende Tuning-Teile. Das ist halt cool. Also würde ich bei beiden sagen, Vorteil gleichmäßig so. Mhm. Die Teile sind erschwinglich, aber es summiert sich direkt, wenn du da irgendwas machst. Ich würde sagen, es steht gleich so vom Ding. Mhm. Also Roller ist cool, Moped ist cool, aber ich würde jetzt das einfach vorziehen, weil ich halt Motorrad fahre. Und ich wirklich damit durch den Wald fahren kann. Ja. Wirklich so ein bisschen Blödsinn machen kann. Und viele sagen, Wheelies sind damit einfacher. Ist so ein Teil denn so daily-tauglich im vollen Umfang? Von der, ich sag mal, Zuverlässigkeit her, von der Handhabung her. Abgesehen davon, dass du natürlich keine Ablagemöglichkeiten hast und so weiter. Das ist klar, Motorrad genauso, musst halt einen Rucksack tragen und sowas. Aber so könntest du jetzt sagen, okay, ich fahre jetzt einfach das ganze Jahr über oder durch den ganzen Sommer einfach daily damit, ohne Probleme? Also ohne Probleme denke ich mal nicht. Aber wenn man so ein bisschen affin ist, dann sollte das schon gehen. Also ich finde auch wirklich mega Hammer. Ich bin später mal sehr gespannt drauf, die zu fahren. Ich bin, also Mopeds und so weiter, Motorräder bin ich schon gefahren, aber so einen Teil bin ich noch nie gefahren und ich glaube, das wird so witzig gleich. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, wie das von der Größe ist und so weiter. Ich saß noch nie auf einer. Ich habe noch nie
gar nichts, Digga. Wirklich null Erfahrung. Nur das Erste, das Einzige, was ich so berührungspunktemäßig hatte, war, dass ich einfach mal Videos davon gesehen hatte oder mal Bilder und so. Und natürlich halt das, was man mitbekommt, ne, von den ganzen Simson-Fahrern aus dem Osten, die dann sagen, ja, ne, Plastikschüssel da hinten und so, ja, alles Kacke. Das sind diese Vorurteile. Ist ja so. Auf jeden Fall. Im Osten ist es aber auch so, wenn du halt so einen Roller fährst, dann bist du halt so ein richtiges Opfer. Ist bei denen einfach so. Ja. Bei denen fährt wirklich jeder Simson, egal ist auch wie viel klar. es kostet. Das, bei denen gehört das einfach so dazu, das muss sein. Hm. Ich glaube, da drüben fährt keiner nicht Simson. Oder hat es irgendwie in der Familie irgendwo stehen, oder wird die ausgegraben, wenn du 15 oder 16 bist. Gut, zumal der DDR, in der DDR nicht nur Simson so groß im Rennen war, sage ich mal, sondern es gab ja viele Hersteller, die dann so Mopeds gebaut haben und sowas. Auf jeden Fall. Also, du wirst vielleicht enttäuscht sein vom Anzug, weil die Aerox wird bestimmt ein bisschen besser ziehen. Der 60er, der hier drauf ist, wirklich nicht stark. Mhm. Ist wie ein 50er und die fährt auch nicht so schnell. Also wirklich, die fährt 70 laut Tacho, rechte 5 km/h ab oder was weiß ich. Der Tacho wird gar nicht genau sein. 60, 62 vielleicht GPS, also ist sie voll im Rahmen. Ja. Das ist wirklich eigentlich nur, der Zylinder ist eigentlich nur für ein bisschen kräftiger. Also ein bisschen mehr Leistung, Drehmoment, aber Höchstgeschwindigkeit tut sich da gar nichts. Das holst du wirklich dann über die Übersetzung und wirklich große Motoren, also große Zylinderkits rein. Also Jungs und Mädels, wenn ihr Fragen zu dem Fahrzeug habt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir versuchen sie mal so fachgerecht wie möglich zu beantworten. Und jetzt würde ich sagen, schmeiße ich mich mal da drauf und dann gucken wir mal, ob ich, ja, wie das so wird, ne? Trommelbremse, ne? Rundum, ne? Trommelbremse. Mhm. Da musst du auch echt aufpassen, die blockiert nicht einfach so. Ja. Also die hintere blockiert, klar, weil du ja die ziehende Masse hast im Endeffekt, aber vorne blockiert nicht. Okay, dann schmeiß ich mal drauf. Ja, geil. Du sitzt sehr niedrig, ist mein erster Eindruck. Und du merkst aber, das Ding ist so leicht, das ist geisteskrank. Aber du hast auch sehr, also du musst mit den Armen sehr weit nach vorne irgendwie. Du hast ja hier den Anschalter, also den Schlüssel im Endeffekt, wo dein Bein gerade sitzt. Hier, ja, genau. Wenn du den auf Stellung 1 machst, ist die Zündung an, aber ohne Licht. Und wenn du die auf Stellung 2 machst, ist Ablendlicht dabei. Und dann hast du noch eine Stellung. Ohne dass das Moped läuft. Ich kann das anmachen. Nee, ja doch auf Stellung 3. Noch als weiter. Da habe ich Standlicht drin. Ach, okay. Im Endeffekt, dass wenn ich mal eine Panne haben sollte, nachts, dass man gesehen wird. Aber das Thema hat das Ding, also Batterie hat das Teil, ne? Ja. Aber die gibt es auch ohne Batterie. Muss man irgendwas beachten, wenn ich die jetzt anschmeiße? Zündung habe ich jetzt auf Stufe 2. Die würde ich auf 1 machen. Einfach aus dem Grund, dann ist die Drehzahl ein Stück höher. Ach so, warte mal, du machst Licht an, indem du die Zündung auf Stellung 2 machst. Kannst du beim Fahren machen. Ach krass, okay. Passiert gar nichts. Also der Lichtschalter hier ist nur Fernlicht. Genau. Okay. Ein Benzinhahn halt aufmachen. Nach unten ist auf. Genau. Okay. Ja. Da hat man es auch schon durchfließen. Ja. So, und dann im Endeffekt, neutral ist er eh schon drin, ne? Da, wenn du die Kupplung ziehst, dann trittst du ins Leere beim Kickstarten. Ah. Also darfst die Kupplung nicht ziehen beim Kickstarten. Okay. Weil, ja, sonst geht nichts. Okay, genau. Hier ist der Kickstarter. Ja, kannst du mal ankicken. Und dann machst du nach unten quasi. Ja. Achso, warte mal. Okay, mit Gas. Ich weiß gar nicht, ob ich Gas gebe, deswegen keine Ahnung. Gut, man muss dazu sagen, der Krümmer zum Mitteltopf ist undicht, da ist der Mitteltopf etwas beschädigt. Wenn du jetzt wirklich schnell fährst, hab deine Hand immer, also so zwei Finger so vielleicht an der Kupplung oder so die Hand. Mhm. Dass, wenn du also ein Stück Vollgas fährst, nicht das, wenn der frisst, das Hinterrad blockiert und du aufs Maul fliegst. So, meine Damen und Herren, wir haben eine Premiere.
Das erste Mal Shoy Ride von einem Zweirad. Und das erste Mal POV-Aufnahme. Der Sascha wird meine Aerox fahren. Inshallah, alles funktioniert. Ich werde seine Simson fahren. Inshallah, alles funktioniert. Okay, Männer, ich ein bisschen nervös bin ich schon. Erstmal geflasht. Erstmal bin ich froh, dass wir jetzt fahren und es funktioniert gut. Schalten macht sehr viel Spaß. Es ist sehr speziell. Es fährt sich relativ normal trotzdem. Es fährt sich sehr speziell, aber es fährt sich echt geil, Digga. Fahrwerk, also fühlt sich interessant an, so Kurven zu fahren. Also lässt sich relativ gut fahren, ich sitze ein bisschen komisch drauf, muss ich sagen. Es ist irgendwie so ein bisschen. Ich habe meine Arme sind sehr, sehr weit ausgestreckt. Ich sitze irgendwie so ein bisschen so buckelmäßig, so gebuckelt. Aber es ist cool irgendwie. Ist echt sehr interessant. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, Sascha hat mir gesagt, auf jeden Fall, das ist schon wichtig, wenn ihr Simson fahrt oder so. Ihr macht das normal so im Roller so, dass ihr, wenn ihr fahrt, ihr geht vom Gas und macht ein paar Gasschüsse und fertig, aber letztlich schmeißt es aus und so. Hier darfst du das nicht machen. Du musst hier, wenn du vom Gas gehst, die Kupplung ziehen. So. Und dann zwischendurch Gas. Weil du hast keine Schmierung, wenn du vom Gas gehst. Wenn du vom Gas gehst, spritzt dann nicht ein, du hast keine Schmierung. Und dann frisst das Ding. Und das ist die Vermeidung. Also ihr müsst immer so ein bisschen anders fahren. Dann habt ihr ja schon vorhin gesehen, so das ganze Thema mit der Spritzzufuhr hier ist so ein bisschen speziell. Ansonsten, also ich, für mich ist es gerade echt irgendwie verrückt. Also verrückt, weil ich fahre kein Motorrad, ich habe keinen Motorradführerschein. Ich bin jetzt schon öfter mal Schaltmopeds gefahren und ich hoffe, ich da drauf und fahre einfach. Und irgendwie funktioniert das. Fühlt sich irgendwie ganz normal an. So. Also Fahrweg so generell fühlt sich gar nicht ganz gut an. Bremse fühlt sich relativ okay an dafür, dass es Trommel ist rundum. Schaltet sich ganz gut und es ist mal ganz angenehm, ein Zweirad zu fahren, was nicht 15.000 Umdrehungen geht, weil ein Distanzlenker verbaut ist, sondern ich fahre ja einfach so, wie gesagt, fährt. Das ist cool. Aber ich muss sagen, also so vom Sitzen her ist es irgendwie anstrengend, jetzt schon. Also es geht so ein bisschen in den Rücken rein. Vielleicht sitze ich falsch drauf oder so, ich weiß es nicht. Aber ich sitze auf jeden Fall komisch, ich wirklich so irgendwie so ein bisschen mit einem krummen Buckel und so weiter. Ist warm. Digga, es ist voll witzig. Also es macht echt Spaß zu fahren. Digga, wie schalte ich runter nochmal? So. Ja, klappt doch. Digga, das Ding geht gut. Digga, das Ding macht Spaß. Es macht echt Spaß zu fahren, Digga. So, wir halten jetzt mal kurz an. Dritter Gang. Zweiter Gang. Digga, es ist unendlich witzig. Es ist richtig geil.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt so, ich fahre normal und halte gleiche Drehzahl gehalten, ist das okay, wenn ich die ganze Zeit die Drehzahl gleich halte und mal bis zu Gas gebe und so weiter? Und ich gehe halt immer, wenn ich vom Gas gehe, gehe ich auf die Kupplung und mache so Gasstöße zwischendrin. Genau. Perfekt. Ja. Geil. Okay, dann fahren wir mal so durch Noldesheim so ein bisschen und dann komme ich mal so ein bisschen mit diesem ganzen Straßen-Stadtfahrding und so ein bisschen mal klar. Durch. Also Jungs und Mädels, ich bin immer noch etwas überfordert. Ich kann nur sagen, dass es ultra, ultra viel Spaß macht. ja, also ich bin echt ein schlechter Moderator heute in dieser Folge. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, fragt mal so ein Ding. Das macht Spaß. Also du musst auf jeden Fall, wenn du Zweirad fährst, also Schalt, Moped, Motorrad, sonst irgendwas, musst du auf jeden Fall ein paar Sachen beachten. Okay, also Jungs und Mädels, wirklich, wirklich geil. Es ist eine sehr geile Erfahrung gewesen für mich persönlich. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr euch mal für so einen Teil interessiert habt, auch mal was dazu gelernt habt. Ich für meinen Part gerade sagen, wirklich, es ist sehr, sehr geil. Es macht ultra viel Spaß. Vielen, vielen Dank an Sascha, dass er sein Fahrzeug hier zur Verfügung gestellt hat. Wirklich mega, mega, mega cool. Das ist für mich wirklich eine sehr coole Erfahrung. Also ich bin immer noch voll geflasht. Das ist einfach richtig witzig. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Ich kann nicht allzu viel sagen. Ich kann nur sagen, es ist wirklich witzig zu fahren. Es fährt sich eigentlich erstaunlich normal. Also wenn du Motorrad fährst, kannst du so ein Ding einfach fahren ganz normal, ohne Probleme. Hast halt zwei, drei Dinge zu beachten. Gerade natürlich hat mir ein paar Komplikationen anfangs und so weiter. Aber alles in allem wirklich top Sache, top Teil. Macht sehr viel Spaß und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich verabschiede mich hier schon mal. Nehme euch aber noch mit bis zu unserem zu unserer Endstation und verabschiede mich dann jetzt schon mal von euch. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn ihr Fragen oder so habt zu dem Moped, gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mich gerne auch auf Instagram abonnieren oder anschreiben, auch dort, wenn ihr was habt. Und dann wäre es das für die Folge gewesen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge Story Ride, bis zum nächsten Video. Haut da rein, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche und bis dahin. Ciao, ciao. Getriebe ist auch gar nicht mal so übel übersetzt, also es ist echt ganz gut eigentlich. Dafür, dass es ein Viergang ist, ist echt okay. Eine
brauchst auf jeden Fall Drehzahl, wenn du irgendwie fährst und so weiter. Du musst immer mit Drehzahl fahren. Und du darfst nicht zu schnell schalten. Du musst immer so ein bisschen Drehzahl, Pause lassen zwischendrin. So, das wär's gewesen. Die erste Fahrt. Deine Simson. Geil, einfach geil. Jetzt nochmal Finale. Geil, Junge, wirklich einfach geil. Also, verabschiedet habe ich mich schon. Wiedersehen. Geil. Ey, also wenn du so ein bisschen drin bist, dann fährt sich das so... Ah, stimmt, vergessen. Dann fährt sich das so normal einfach. Geil, wirklich mega. Digga, dankeschön, dass ich fahren durfte. Einfach Hammer. Mega geil.